Wer von Ihnen hat Lust auf Stress? Was ist für Sie Stress? 3, 2, 1, Schluss. Ich glaube, besser kann man Stress gar nicht beschreiben. Wissen Sie, wie viele E-Mails Piloten schreiben? Ich bin schon ein paar Mal abgestürzt, mehrfach auf dem Wasser gelandet. Ich hatte Triebwerksausfälle, Vogelschlag, komplette Hydraulikanlage ist ausgefallen. Ich hatte Feuer in der Kabine und im Frachtraum. Aber alles im Simulator. Und ich war vorbereitet. Ich wusste, was und wann ich etwas tun musste. Sie können mir glauben, es fällt nichts vom Himmel. In außergewöhnlichen Situationen, wenn wir einen sehr hohen Stresslevel haben, haben wir zwei Grundmuster, wie wir reagieren wollen. Entweder kämpfen oder fliehen. Natürlich hatte ich auch jede Menge Stress im Simulator. Aber entscheidend ist, Sie müssen es üben. In 99% der Fälle haben Sie Zeit, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Hand aufs Herz, wer von Ihnen hat ausreichend Ressourcen im Leben zur Verfügung? Wie sieht es da aus bei Ihnen? Sind Sie in der Früh ausgeschlafen, fit, ausgeruht? Ernähren Sie sich ausgewogen? Haben Sie ausreichend Sport oder Bewegung? Oder vielleicht haben Sie da Defizite? Sinn und Kultur, haben Sie eine Vision im Leben? Haben Sie ein Ziel im Leben? Fangen Sie heute an. Und eins können Sie mir noch glauben, wenn Sie sich am Abend ins Bett legen mit Ihrem Stresslevel und in der Früh aufwachen, der Stress ist noch da. Der verschwindet nicht. Der verschwindet auch nicht, wenn Sie einmal im Jahr 2 Wochen Urlaub machen. Sie müssen Ihren Stresslevel kontinuierlich und täglich abbauen. Lachen Sie mal eine Minute lang. Es ist unglaublich, was da passiert. Und wenn Sie nichts im Leben zum Lachen haben, dann ziehen Sie einfach mal die Mundwinkel nach oben. Das sieht total lustig aus. Sie können auch mal den Nachbarn anschauen, wie der aussieht mit hochgezogenen Mundwinkeln. Aber es passiert noch was. Sie überlisten Ihr Gehirn. Wissen Sie, wie viele E-Mails Piloten schreiben? Keine. Piloten schreiben keine E-Mails.